Ja, wir werden immer wieder gefragt und angerufen, wie ist die pauschal allokierte Unterstützungskasse in der Buchhaltung überhaupt zu verarbeiten? Was haben wir überhaupt in der Buchhaltung stehen? Wir haben dazu ein gesondertes Video auch hier bei YouTube aus einer Runde zum Thema Behandlung in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung. Einfach danach suchen. Die Behandlung in der Buchhaltung ist im Ergebnis ganz einfach, wenn man die Grundfunktion verstanden hat. Die Entgeltumwandlung führt zu keinem Aufwand. Zu Aufwand führt nur die Dotierungsaufforderung. Das heißt, wenn der Unterstützungskassenverwalter sagt, du kannst 20.000 Euro dotieren, dann ist ja jede Dotierung zwischen 0 und 20.000 möglich und auch jeder Aufwand ist zwischen 0 und 20.000 produzierbar. Und die Buchung ist dann ganz einfach. Das ist dann einfach Personalaufwand an Bank oder Personalaufwand, Aufwand betriebliche Altersversorgung speziell an Bank oder an Verbindlichkeit, wenn es abgekürzte Zahlungsweg ist. Das ist das, was passiert. Die Darlehensausreichung ist wieder Bank an Verbindlichkeit und wenn das Darlehen verzinst wird, dann haben wir eben die Buchung Zinsaufwand an Bank. Das ist alles, was passiert. Wir haben also folgende Buchungen, folgende Ergebnisse. Wir haben keinen Personalaufwand bei der Lohn- und Gehaltsumwandlung. Wir haben den Personalaufwand in Form von Aufwand betriebliche Altersversorgung, nur in Höhe der Dotierung, die Dotierung, die tatsächlich gemacht wird. Wir haben keine Pensionsrückstellung, wir haben keine Verbindlichkeit. Verbindlichkeit nur, wenn ein Darlehen zurückgewährt wurde. Dann machen wir die Buchung Bank an Darlehen, wenn ich ein Darlehen ganz normal bekommen habe. Bank an Darlehen, Bank an sonstige Verbindlichkeit, unter diese Position gehört es handelsrechtlich. Und soweit ich eine Kapitalgesellschaft bin und einen Lastwert, einen Fehlbetrag habe, weil ich zum Beispiel nicht genügend dotiert habe, wäre dieser Fehlbetrag im Anhang anzugeben. Mehr ist in der Buchhaltung nicht berührt, also insbesondere ganz wichtig, die Entgeltumwandlung als solches führt zu keinem Aufwand, sie ist neutral. Wenn ein Programm das so bucht, ist es in der Gegenbuchung zurückzudrehen, dann ist Verbindlichkeit am Personalaufwand, die entsprechenden Konten, die angesprochen werden, wieder zurückzudrehen. Ja, so einfach ist eigentlich die Handhabung. Ja, und wenn Sie da Fragen haben, rufen Sie gerne auch an, scheuen Sie nicht anzurufen. Wir betreuen die Steuerberater unserer Trägerunternehmen sowieso ausführlich, indem wir das auch mitteilen, indem wir auch entsprechende Buchungsanweisungen geben.